Einen wunderschönen guten Tag damit recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute einmal an den neuen Mini-DLC 4, und zwar ist das die Linie 721 in Düsseldorf, der eben jetzt am Donnerstag erscheint als eben, wie ich gerade gesagt habe, als DLC. Für das Ganze brauchen wir auch keine weiteren Voraussetzungen. Das heißt, es integriert sich zwar natürlich optimal auf die vorhandene Düsseldorf-Karte und passt natürlich auch ganz gut zu dem Düsseldorfer Solaris Urbino 4. Generation, mit dem wir heute auch tatsächlich fahren werden. Aber das Ganze lässt sich auch tatsächlich komplett unabhängig fahren, wie ich das gelesen habe. Ich hoffe, das stimmt. Profi-Let's Play, ne? Ihr seht das schon. Auf jeden Fall führt uns die 721 zum Flughafen und genau diese Fahrt werden wir heute einmal antreten. Dafür rüsten wir, die sagen, gerade erstmal unseren Bus auf. Stehen auch schon ein paar Fahrgäste. Guter Weg, genau, das ist unser Startpunkt, das ist hier die andere Endhaltestelle. Das ist der Fahrplan, der... Ja, lässt vermuten, dass wir ein bisschen was vor uns haben. Das heißt, der Term Mini-DLC ist, ich sag mal, erstmal recht im Kontext zu sehen. Aber ich vermute mal, das bezieht sich darauf, dass es eben eine einzige Linie ohne Bus oder ähnliches ist, sondern dass das ausschließlich eben die Karte ist. So, wir melden uns mal an mit der 30108 und der 15217. Hab vorher schon mal gespiegelt, das ist die 721-02. Wollte ich schon mal getestet haben. Ach so, wir sind schon eine weiter. Ja, ist belastend. Wir ziehen ja schon mal kurz vor. So. Hast du zu wenig Druckluft? Nee, easy, guck mal. Das klappt doch hier fantastisch. So. Ah, stimmt, Elektrotüren. Ha, guten Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, nee, gut, Ausstieg haben wir tatsächlich noch nicht. So, was sagt die Uhrzeit? Eiserner Weg stimmt doch übrigens gar nicht. 21.02. At least you tried. Ja, guck mal, Wunderbärchen. Guter Weg. Minus 05 ist jetzt eigentlich erstmal, würde ich sagen, könnten wir als mehr oder weniger optimale Situation bezeichnen, um loszufahren. Ich schaue noch mal ganz kurz. Wie weit hier, wo, was? Ja, gut. Wie sagen wir mal so? Abfahrt. So, dann wollen wir da einmal rum hier. Heieiei, gut. Achso, Pfeilchen, ne? Ich kenne mich ja tatsächlich noch nicht aus. Also Fahrzeit eben wie insgesamt eine Stunde und Release ist geplant eben für den Donnerstag, den 28. Januar. Das Ganze, was ich euch jetzt hier vorstelle, ist eben eine Preview-Version, da war rechts vor links, ich muss kurz gucken, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das bedeutet... es kann sein, dass es noch nicht der komplett finale Stand ist, wie das eben meistens bei den Preview-Gameplays auf diesem Kanal der Fall ist. Ja, du machst gar keine Gameplays, das sind Let's Plays, weil du laberst uns immer zu. Das ist richtig. Herzlich willkommen bei yoshsunique-selling-point.de. Weißt du, wenn man sonst nichts anderes kann, muss man halt zumindest quantitativ viel Stuss labern, da passt das schon. So, und sie möchte mit. Ja, ich habe die bis weiter vorne gedrückt. Ich sehe das ein. Schönen guten Tag. Was? Klimaanlage? Achso, ich habe sie. Ach nee. Warte mal, ich habe falsch geklickt hier. Dann machen wir mal die automatische Lüftung an. In der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. So. KI? Da ist KI. In den Kütten. Jo. Sehe ich genauso. Da ist frei. Da ist auch frei. So, wollen wir mal hier ordentlich am Rad drehen. Achso, ah, die Heizung ist an. Ich habe mich gerade gefragt, was denn dieses sanfte Hintergrundsurren wohl zu bedeuten hat. So, in dem Kütten, okay. Also es hat hier tatsächlich wieder eine normale Buslinie. Nichts mit Metrobus, nichts mit Express, deswegen habe ich mich auch dazu durchgerungen, nicht die Metrobus-Variante des Urbinos zu nehmen, auch wenn ich das ganz praktisch finde, ohne Fahrscheinverkauf und ohne
oder mit Einstieg an allen Türen. Oder zumindest in Omsi umgesetzt hat im vorderen Fahrzeug. Schönen guten Tag. Nachläufer ist das ja immer so eine Sache. Wow. Das ist ja eine interessante Ansicht. Warte mal, gibt es da noch eine? Das sieht nach hinten. Meine Güte, das ist ja, ich sag mal, interessante Tageskarte. Jetzt lass mich doch mal meine Sichten ordnen hier. Meine Fresse. Was denn los hier? Gibt natürlich auch andere Worte für Mund, zum Beispiel Mund. Aber minus 1 ist das hier auf dem. Ah, war früher, Gott. Intuitiv hätte ich jetzt mal gesagt. Jetzt kommen alle, die weiß ich nicht. Gibt ein paar Städte, wo das andersrum ist mit der Verspätung. Die jetzt auch A sagen. Hö, das ist so nicht intuitiv. Das ist intuitiv genau andersrum. Und die vor allem sagen: Warum nennst du das andersrum? Das ist richtig rum. Das, was du da hast mit der Verspätung, ist andersrum. Ja, jetzt ist mal ruhigen hier und dann akzeptieren wir das jetzt alle mal. So. Dass die Verspätung hier mit Plus und die Verfrühung mit Minuszahlen angegeben wird, verehrte Damen und Herren. Joa, kann man noch einmal Tolles einstellen hier, wenn wir an der Ampel stehen? Nee, gut. Außer mal kurz bei die Leute gucken. Oh, denn jetzt, jo, das ist ja fantastisch. So, und Abfahrt. Genau. Also nicht, dass ich das jetzt bestätigen könnte, aber ich glaube einfach mal der Ansage. Hier mal ein bisschen gucken, das ist ein bisschen eng, aber ach ja. Da kriegen wir. Ich bin echt mal auf den Flughafen tatsächlich gespannt. Ich habe schon etwas gelesen von einer, ja, so eine Hochbahn. Art Ding, also ne, für ein paar neue Fahrzeuge bin ich echt mal gespannt. Sie wollen einmal einsteigen, die Dame, ne? Ja, guten Tag. Ach, Elektrotüren. Bin ich kein Freund von Schmutz. So. Dann schauen wir mal, wollen wir denn ein bisschen Strecke zurücklegen? Weil bisher wirkt das, ich sag mal, sehr wie eine Linie, die eher für so Wohngebiete zuständig ist. Also fahren das so. Ne, da war ein Auto. Wir sind nicht wirklich durch so krasse urbane Gebiete gefahren. Ja, wir sind voll im Zentrum von Düsseldorf. Ja, okay. Ach, Fahrkarte. Wett. Preis A. Bitteschön. 10 und bitteschön. Achso. Da will sie noch mal mehr. Und Abfahrt. Ah, ich mag das mit dem Gelenk. Schon mal schön. Ich finde exakt die Sitze ganz cool. Also ich hatte jetzt tatsächlich noch nicht das, je nachdem wie man es sagen möchte, Vergnügen, Ehre oder das Problem mit einem Urbino für die Generation fahren zu dürfen, was auch immer. Ja, ne, sind so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, so als Busfanatiker möchte man ja auch immer gefühlt mit allem mal gefahren sein. Ist da vorne eine Ampel oder laufen da einfach immer Leute über den Fußgängerweg? Ich habe nämlich nicht ewig Zeit. Ach, da laufen immer wieder neue Leute rüber. Und da kommt das Kind gleich wieder blockiert im Pfad, wobei da die spawnen, die auf der linken Seite. Das heißt, wenn es nach dem Kind keiner kommt, ja, okay, die lösen sich auf. Das wollte ich wissen. Gibt ja Situationen, um sie, das löst sich nicht auf. Da muss man dann mit. Das irritiert mich jetzt zutiefst. Ich habe F1 gedrückt. Wirklich. Ich habe auch keine Zeit, das Omsi neu zu starten. Ich habe wirklich keine Zeit. Lass mich. Nee, also müsste man dann Trick 78b anwenden zum Beispiel. Jetzt möchte ich gerne. Also, Trick 17 ist halt schon ausgebucht, ne? Deswegen Trick 78b. Ich möchte jetzt nochmal einen Trick anwenden. Vielleicht bekomme ich Omsi damit überredet. Ja, das zu tun, was ich gerne hätte. Ach ja, wir haben ja immer viel Spaß mit diesem schönen Stück Software. So, jetzt warten wir ein paar Sekunden. Und dann gucken wir mal, ob wir es gleich vielleicht auf die Autos vor uns reinlassen, weil. Ja. Ah, nee, Easy Snack. Gut. Easy Snack. Sag nicht, die warten jetzt schon wieder. Ich möchte jetzt aber mal eher probieren, mich nicht sonderlich krass fortzubewegen, auch wenn das jetzt hier wieder eher notwendig scheint. Wo kommen die denn alle her?
Meine Güte. Jetzt kommt die Frau und reserviert sich den Pfad. Ach, die spawnen da auch. Ja, okay. Nein, 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 jetzt auf einmal geht das hier los. Das hatte ich belassen. Warum fahren die denn jetzt auf einmal? Ja, dann möchte ich gerne mal kurz darüber. Ne, ihr lasst mich doch bitte. Ihr lasst doch den netten Bus, ihr lasst doch den netten Onkel da rein. Oh. Ja, ich weiß, einfach warten. Das macht man so, ich weiß. Oh. Ja, ich möchte anmerken, das war jetzt nicht mein smartester Move. Oh, warte mal, die bleiben jetzt stehen. What? Sie warten ab. Dankeschön. Boah, jetzt ist es mal nicht nur so, dass die... Okay. Die Düssel. Okay, wir fahren über die Düssel. Also es ist nicht nur so, dass mal die Autos auf die Fußgänger warten, sondern die Fußgänger haben gemerkt, yo, das ist vielleicht nicht so smart. Aber wahrscheinlich, weil das Spielerfahrzeug ankam, ne? Also der Spielerbus hat wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Rechte als die... Oder mal ein bisschen... Was willst du haben? Ein Kinderfahrschein. Na, gucken wir mal, ob wir was haben für dich. Preis A, Kind. So, was ist denn der Preis von einem Kind? Scheinbar 1,70. Okay. So, ja, hätten wir das jetzt auch geklärt. Also, ne, liebe Kinder, merkt euch, wenn es weiter geht, dann einfach stehen bleiben. Ansonsten kann man sich ja immer wieder sagen, also das ist tatsächlich so, wenn sich KI festgefahren hat in OMSI, ist das auch tatsächlich nie für immer. Das heißt, man kann auch, wenn man das ein bisschen mit so einem realistischen Auge sieht und das gerne ein bisschen anders interpretiert, kann man auch einfach sagen, okay, wenn sich KI festfährt, haben die halt vielleicht einfach einen Unfall gebaut. Und da kann man auch tatsächlich einfach warten. Also wenn die wirklich stillstehen und wenn sich ein KI-Autos 5 Minuten nicht... Danke. Wenn sich KI-Autos 5 Minuten nicht mehr bewegt, die spawnt OMSI deshalb automatisch. Bedeutet, so kann man halt auch, ja, es hat so ein Stauauflöse-Feature. Und, ne, also wenn man dann möchte und Zeit hat, kann man da 5 Minuten da stehen und sagen, jo, ich habe einen Unfall gehabt, deswegen stand ich da jetzt so lange im Stau, weil ansonsten kommt man ja, war da gerade ein Zug? Ach, den hätte ich gerne gesehen. ja, sonst kommt man dann OMSI immer relativ gut durch. Den hätte ich jetzt aber gerne gesehen. Oh. Oh. Schade. Egal. So. Jetzt haben wir auch schon das, von was ich gerade so wohlwollend gesprochen habe, nämlich Verspätung. Gut, ja, aber was willst du machen? Wir sind halt Linienbus, ne? Da kannst du halt auch machen, was du willst. Und am Strich machst du nix. So, könnt ihr dann bitte auch, wenn da schon frei ist, ist gleich mit links abbiegen. Die blockieren echt immer krass den Verkehr, aber. Ja, sind ja doch gefühlt dann die einzigen Stausituationen, die den OMSI halt einfach hasst, weil. Ja. Das Ding ist, man hat ja schnell dann das Problem, dass nicht nur einfach viel Verkehr irgendwo ist, sondern dass sich das halt auf Tod irgendwie festfährt oder sowas. Aber finde ich immer mal ganz interessant, dann auch so Situationen zu haben, wo man halt wieder rauskommt, die aber einfach Zeit brauchen, weil das auch halt einfach eine Sache ist, die in der Realität passiert. So. Schreibnitzerstraße. Ja, das heißt aber anders. Du sprichst es falsch aus. Und muss ich da überhaupt gerade aus? Das sieht aus, als ob es da aufhört. Nee. WTF ist das eng. WTF, als ob die da längs parken. Also, quer zur Fahrbahn. What the fuck? Also, da hast du ja keine Chance, wenn dir da einer entgegenkommt. WTF. Okay. Wow. Wow. Ja, ist ja okay. Mit mir kann man es ja machen. Ich bin ja nur der kleine olle Busfahrer, der irgendwie immer auf anderen also der nie fest auf einer bei einem Verkehrsbetrieb ist, weil der scheinbar so unfähig ist, dass der jedes Mal woanders für einen anderen Verkehrsbetrieb in einer anderen Stadt fahren muss. Somit erkläre ich, dass wir gefühlt jedes Mal jeder Folge irgendeine andere Map fahren. So, und schon haben wir wieder unsere Alibi, ja nicht Alibi-Verspätung, unsere, die man halt hat. So. Und sonst so bei euch? Ja, nicht sehr gesprächig. Ja, aber ist ja okay. Muss ja nicht jeder so viel plappern wie ich jetzt hier.
Ja, du könntest auch mal weniger plappern. Ja, es ist natürlich in der Tat eine Möglichkeit. Also das möchte ich jetzt niemandem absprechen, dass das nicht so wäre. Warte mal, mein Kabel ist aber drin. Ja, okay. Ja, es hatte Angst, dass mein wertvoller wow. Mein Wert. Ja, der biegt ab. Nee, die blinken nur. Ich habe trotzdem Angst. Ein wertvoller Kommentar nicht mit aufgenommen wird hier, der kann ja auch nicht sein, sondern schraubt mal wahrscheinlich ein bisschen den. Ja. Noah? Ich heiße gar nicht Noah. Oh Mann, du weißt gar nicht, wie diese komische YouTuber da heißt. Der eigentlich auch nur ein Mensch ist. Der nur einen kleinen popeligen Simulationskanal hat. Das Grün hat das Grün. Ja, sehr Special Interest Sachen. Aber er heißt nicht Noah, hätte ich mal angemerkt. Fährst du bitte, fährst du einfach. Trag dein Auto nicht um die Kurve. Guck mal, wenn selbst ich schneller links abbiege als du rechts, ist es halt belastend. So. Ah, Tür. Gut. Hi. Guten Tag. Hallo, ich steige jetzt in diesen Bus ein. Gut. Bling Boing. Jetzt. Schlesische Straße. In der Tat. Übergang zur Stadtbahn. So würde das wohl sein. So, was macht der da vorne? Sind hier 30 oder... Ja, 30, schmeißig. Reisig. Was kann man noch alles reimen? Ja, reisig ist was, was man... Weiß nicht, benutzt. Ach, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, so weit man das benutzt, außer zum Adventskranz dekorieren und zum Blumen im Winter zudecken. Also, dass die halt nicht kalt werden oder erfrieren oder so. Weil sonst hätte ich jetzt auch keine Verwendung. So. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ah, Fahrkarten. Da könnte ich den ganzen Tag rumfahren. Könnten Sie mir bitte eine Tageskarte geben? Natürlich kann ich Ihnen eine Tageskarte aushändigen. Für den heute besonders attraktiven Tagespreis von 7,20 Euro. Ja, so ist es, wenn die Tageskarte auf der Tageskarte steht. Also, ja gut, ich brauch's mit Tageskartenwitz nicht erklären, oder? So mittagstischmäßig. Heute haben wir exklusiv für Sie auf der Tageskarte, keine Ahnung, Bandnudeln mit, was hätte ich jetzt Lust? Garnelen. Keine Ahnung, oder was kann man denn noch Leckeres auf die Tageskarte tun? Ein leckeres Rumpsteak mit Kräuter und Butter und weiß ich nicht, Kartoffelstampf. Ja, so eine Geschichte. Der Tageskarte wird es mal wieder erklärt. Also mehr oder weniger erklärt. So, der Flughafen geht ja gerade aus. Jetzt sag mir mal ein bisschen was. Fällt ja auch noch eine andere Linie? Nee, scheint nicht so. Weil das Ding ist integriert, also der DLC integriert sich ja quasi in die Düsseldorf-Karte, falls vorhanden. Ansonsten halt nicht. Also habe ich zumindest gelesen. Bei mir hat sich das integriert, weil ich das habe. Was ja schon wirklich? Naja, da kann ich sogar... Oh, jetzt nutze ich mal das coole... Meine Güte. Jetzt können wir das tolle Feature mal nutzen, in den Abspann. Mal ein Video einblenden, was ich erwähne. Wie zum Beispiel... Ja, irgendein Düsseldorf-Video, wo wir mal die Hauptkarte gezeigt haben beispielsweise. Kann ich da ja mal verlinken können zum Beispiel. Und dann alle Profis, die wissen, wo man dann ist, die können dann das ja, ne, die verlinken das dann in ihrem Kopf. Will jemand aussteigen? Ne. So, und da ist noch grün. Nein. Das wäre der Garant dafür gewesen, dass wir pünktlich sind. Ja, so, jetzt gucken wir mal auf den Fahrplan. Wir fahren über Flügelstraße, Hauptbahnhof. Okay, das sei so dezentral, kann das alles gar nicht sein. Also im Endeffekt ist es ein Hauptbahnhof-Flughafen-Bus. Das ist schon mal krass. Also schon mal, was ich... Würde mal anmerken, dass Fahren eine ganz gute Sache wäre, deswegen mache ich das mal. Karl-Geußen-Straße. Da Karl. So, ich muss in die Mitte oder ich mache das einfach mal.
Der Vorteil, wenn man in der Mitte ist, kann man einfach... Achso, das ist die linke Spur. Hm. Ja, dann ist die vielleicht die bessere Wahl, weil das eher eine Abfahrt ist als eine Linksabbiegerkreuzung, oder? Ja, sieht so aus. So, zum Flughafen. Guck mal, Geschwindigkeit. Oh ja, aber dafür, dass wir gerade in den engen Wohngebieten waren, sind wir jetzt aber ganz schön zügig unterwegs, hätte ich gesagt. Gut, was schafft der Bus? 80, wo ist er abgeriegelt? Ja, bestimmt immer knapp unter 80. Unsere Fahrgäste sitzen ja auch bestimmt alle. Ich schau mal nicht nach hinten. Das ist so Schrödingers Geschwindigkeit. Wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß, dass jemand steht, dann ist halt auch, ne, brauche ich ja nicht auch 60 fahren. Weil das ist dann egal. Also, ja, wenn ich nicht hingucke, dann ist es beides gleichzeitig. Ja, das ist voll verkürzt und falsch dargestellt. Ja, das weiß ich schon. Nee, weißt du nicht, du bist nämlich ein dummer, inkompetenter YouTuber. Heuiuiui. Ich hätte gesagt, diese Straße ist sehr schlecht. Kann das sein, dass man sich dabei gedacht hat, dass man das... Ich vermute mal, also derjenige, der das, wenn man das hier baut und so auf diese Art und Weise baut, dann muss man tatsächlich... Guten Tag. Muss man da irgendwelche... schlechten Innenräume diese Straße haben, sonst wird man denen die so zuballern. Da macht man, glaube ich, halt echt nur, wenn man echt oft oder zumindest echt schmerzlich hier lang muss und ja. Ella Straße. So, das ist einfach der Ausdruck von... Stadtbahn. Ach, schon wieder Stadtbahn. Der Stadtbahn. So, was ich aber mal machen wollte, ist mal meine Geografiekenntnisse... auffrischen, mal gucken. So, das heißt guter Weg. Guter Weg. So, wir sind hier geradeaus. Das ist auch grün. Der ist ja schon mal fantastisch. Ah, wir befinden uns also quasi startmäßig im Osten von Düsseldorf. Haha. Das wusste ich natürlich, weil ich das sehr gut weiß. Und fahren alter Latz. Okay, also ich möchte mal anmerken, die 721 ist eine krasse Linie. Er ist krass. das ist meine Spur, Kollege. Das ist ihm irgendwie egal. Naja. So. Okay, das ist krass. So. Vielleicht bekomme ich das da sogar hin. Boah, ich habe eine Idee. Ich probiere mal was aus. Und zwar, dass ihr mal ungefähr wisst, ich meine, ihr könntet das natürlich jetzt selber machen, aber, so, okay, das ist halt echt ein krasser Linienweg, damit jetzt auch nicht nur, ne, von mir, ja, was redet der Typ denn schon wieder, und auch mal wisst, über was ich rede, zeige ich euch gleich mal, was wir hier Schönes haben, so, machen wir einmal hier hin. Als würde auch jemand aussteigen. Gut, hier sind ein paar mehr Leute. So. Mach auf die Hütte. Schönen guten Tag. Hallo. Tag. Wer hat noch nicht? Er will nochmal. Preisstufe A, 92. Und dann machen wir 10 alle und... Bitteschön. Ja, nice, einmal zu viel. Ja, sorry. Ihr kennt mir vertippt. Achso, da klappt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Nee, nicht so wirklich. So, warte mal, ich könnte das jetzt ja triggern. Naja, komm. Lass mal ab, mal so wie das ist. So, wir haben die Flügelstraße. Flügelstraße. So ist es. Das ist ja tatsächlich echt einer der längeren Linien, die es wahrscheinlich so gibt in Düsseldorf. Wobei es kann auch sein, dass das bei mehreren irgendwie der Fall ist, aber... Scheint mir schon recht special zu sein. So. Ihr wollt mit, ne? Hörst du doch Sag an. Ja, ihr wollt wirklich mit. Hi. So, damit wäre die Tür geschlossen. Ich würde mal probieren, sie aufzustossen. Aber die Tür war fest verschlossen. Irgendjemand kennt das jemand? Nicht? Schade. Stahlstraße. Stahlstraße. Schade, das ist nämlich lustig. Haha. So. Könntest du bitte abbiegen?
Dankeschön. So, jetzt sind wir schon am Hauptbahnhof. Wo ist unsere Haltestelle? Ah, da vorne. Hab schon gedacht, wir haben die verpasst, aber naja. Gut nicht, dass ich jetzt in Transport Fever nicht auch irgendwie die Haltestellen ähnlich auseinander platziert hätte oder sowas. Boah. Nein, das ist zu weit. Ach, was habe ich denn? Aber die Bussteige sind doch auch gar nicht so lang, oder? Ach doch, hätte schon. Wobei. Muss man aber schon. Okay, da muss man. Ich probiere das mal am nächsten Bussteig aus. Also mit dem Viertürer. Dass du mit der ersten Tür noch am, am Bussteig bist und mit der letzten Tür auch. Okay, das ist krass. Metroplatz. Gut, aber im Hauptbahnhof wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht haben wir da vorne nochmal die Möglichkeit. Du wartest auch. Und da vorne ist grün. Ja, wollen wir mal unseren Zeitvorteil hier mal ausfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, das hier könnte über uns die Gleisanlage vom Hauptbahnhof sein. Es ist gerade rot geworden. Ach, ich darf nach rechts, okay. Also das könnte hier so die Überfahrt über den Hauptbahnhof sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, das sieht quer natürlich dann mit meinen Anti-Aliasing, Anti-Aliasing-Einstellungen aus, wie es aussieht. Das machen wir mal den da rein. So, dann werden wir wohl stehen, warten und warten, was uns widerfährt. Ehe ich wieder fahre. So. Da ist zum Glück keiner, das heißt, ich kann da ein bisschen ausholen. Ihr wartet bitte. Hallo. Hier vorne ist Einstieg. Das ist mir egal, dass ihr jetzt da... Wollt ihr jetzt nicht mit? Ja, okay, Sven. Ich will das schon gehabt. Sorry. Nee, also ich habe jetzt nicht ewig Zeit. Ach, ich habe noch 2 Minuten. Ah! Ja, da muss ich die wohl mitlassen, ne? Hallo. Nächstes Mal bitte da stehen, wo der Bus auch hält. Gut, an dem Bussteig braucht es nicht probieren, um zu gucken, ob wir an den Bussteig passen. Der ist ein bisschen länger, der hält auch eine Bahn. Wie es scheint, wir fahren auf Gleisen. Also, wir fahren jetzt nicht wirklich auf Gleisen, aber fahren auf Gleisen. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Zur Stadtbahn, der S-Bahn, des Regionalverkehrs und Fernverkehr. Das, warte mal, hat das von den... Das hat von den Fällen noch nicht ganz gepasst, oder? Übergang, wenn er zu den Zügen des Regionalverkehrs. Also ich muss ja jetzt mal hier die Grammatikaufsicht sein. Da kann er so nicht sein hier. Ich rede bestimmt in meinen Let's Plays immer perfekt. Ich habe noch nie einen Grammatikfehler gemacht. Das werde ich auch nie tun. Okay, werde ich. Aber krass, vom Hauptbahnhof hier. Hätte ich jetzt halt eher erwartet von einem vollen Add-on, dass man sowas wie den Hauptbahnhof darstellt, aber okay. Beschwere ich mich jetzt nicht. Vielleicht ist die 721 wirklich voll die krasse Linie irgendwie und ich kann das bloß nicht würdigen, weil die Nummer so normal ist. So, jetzt wäre die... Gut, dass wir so viel Zeit haben. Ich mache mal die Feststellbremse rein. Ja, aber Gott sei Dank, dauert das nämlich ein bisschen. Mit wir ja nämlich jetzt alle haben da. So, Preisstufe A, 2,90. Ich returne einen 10er und 2. Bitteschön. Guten Tag, Kindertickets haben wir auch. Zack und zack. Bitteschön. Guten Tag. Das ist, könnte sein. Dankeschön. Bitteschön, guten Rat. Hallo. Eine Kurztarecke. Zack und bitteschön. Guten Tag. Ich hätte gern ein Ticket für den ganzen Tag. Da machen wir. Zeige ich die Tageskarte alle passend? Das ist eine gute Frage. So, jetzt ist die Hütte auch schön voll hier. Guck mal. Ach, jetzt wird das hier mal langsam. Oh, ich mag die Umstiege, habe ich das schon mal gesagt. Ich finde das an dem Bus einfach fantastisch. Oh, ja gut, das ist natürlich jetzt ein Test. Also, sehr gut. Das ist schon da. Ja, ich mag das Display. So, der Hauptbahnhof sehen wir hier. Der Hauptbahnhof sehen wir hier. Ich sag doch, ich habe noch nie Sachen falsch gesagt. So,
schwöre. So, 1,5 passt ja, ne? Alles, was kleiner als 2 Minuten ist, kann man wohl akzeptieren. So, da ist frei. Vor allem, weil wir eh schon gut gefüllt sind. Ich muss wirklich hier auf den Schienen. Okay. Ja gut, da rechts wäre auch ein bisschen länger gestanden wahrscheinlich. Was das nicht heißt, dass ich hier nicht auch eine Weile stehe. So. Wunderbar. Ach, warte mal, Kopfhörer. Achso, ich weiß nicht, die Ampel oder die Ampel? Ich guck mal da so ein bisschen schräg drauf. Jetzt könnte natürlich das, genau, ein Problem sein, dass man jetzt halt da Probleme hat, hinzufahren. Ach, ich muss nach rechts. Das heißt, ich muss da lang und dann nach so. Ah, und dann wieder nach so. Das ist natürlich eine fantastische Verkehrsführung. Boah, das ist aber mega assi, wenn hier Rückstau ist. Ja, gut, für die Bahn ist das natürlich auch irgendwie assi, aber wow. Das kann halt wirklich, das kann halt Probleme bereiten. Gut. Vor allem schön nach dem Hauptbahnhof, wenn du wahrscheinlich eh schon gut Fahrgäste eingeladen hast, das ein bisschen Zeit gebraucht hat, dann kannst du da nochmal schön deine Verspätung verdreifachen oder so. Gut, was jetzt, wenn du, weiß ich nicht, 50 Sekunden oder so Verspätung hast, nicht ganz so krass ist, aber ja, möchte man ja nicht kleinreden, ne? Wobei, ich finde, alles im Bereich von wenigen Minuten ist noch gar nicht so krass. Also überhaupt ist ja alles bis eine Minute sowieso prinzipiell per Definition keine Verspätung, weil, ach, ich halte aber immer so, weil du ja dann auch zur gleichen Minute halt abfährst. Das Ding ist, könnte halt ganz knapp klappen, ne, wenn man sich das anguckt. Es ist direkt eine Türlänge, es ist hier noch eine Türlänge Platz. Ja, nicht ganz. Also man würde echt immer mit einer... Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich muss da jetzt nach links. Das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin und dann biege ich da ab, wann ich will. Ich muss da tatsächlich links. Ah, darf ich hier... Also ich darf ja laut Ampel nicht, aber... Da ist eine zweite Spur. Und wenn ich die einhalte... Ich biege da mal mit links ab, ne? Ach, die warten sogar. Das ist ja nett. Dankeschön. Bin ich sogar fast über grün gefahren. Pempelfurter Straße. Was? Pempel. Übergang zur Stadtbahn. Sü. Ja gut, ich hätte es auf den Gleisen fahren können, ne? Wobei, da ist Schotter. Beziehungsweise, ne, Kopfsteinpflaster heißt das Zeug. Ja. Und das hier muss man nicht ganz so hoch drin. Ich meine, wenn wir irgendwie so spät dran sind, dann müssen wir auch gar nicht so krass gucken mit die Verspätung und allem. Da brauchen wir gar nicht so schnell fahren hier. Das kostet ja auch viel Sprit. 4 Minuten. Ja, okay. Ich gebe aber auch ganz schön Gas. Und ich glaube, wenn hier halt viel los ist oder sowas. Jetzt sind wir ein bisschen off-peak unterwegs. Ich bin da mal so frei, ne? So. Wir haben da halt ein bisschen, ich sag mal, eine Hauptverkehrszeit, ein bisschen mehr Verkehr. Du, da kannst du aber richtig stehen. Da kannst du dir... Steht der Busfahrer sich die Füße platt? Skandal im, weiß ich nicht, was ist das da, im Gleisbereich? Boah, er fetzt bestimmt voll das Lied. Das fühle ich schon voll. Also das Lied wird bestimmt irgendwann mega das Erfolgsding. Fahren hier die gleichen Stadtbahnen, die auch zum Beispiel auf der M2 fahren? Da könnte man die hier auch fahren lassen. Ich weiß es halt einfach nicht. So. Ihr wollt mit? Ihr wollt mit. So, einen schönen guten Tag. Hallo. Ah, Fahrschein. Ich sehe das doch schon. Ich sehe das Ihnen an Ihren Augen an. So. 10 und bitteschön. Eine gute Fahrt. Und Abfahrt, komm. Easy Snap. Ach, ich habe einfach... Wir sind nicht so früh dran, ne? Ich könnte echt so ein bisschen, ich sag mal... Es ist das Gegenteil von Zahn zulegen. Einen Zahn wegnehmen. Ja, einen Zahn wegnehmen. Finde ich eine legitime Redewendung, ehrlich gesagt. So, dankeschön. Ja, mit den Ampeln klappt aber auch leider einfach zu gut. Ja, wenn das nicht immer grün wäre, wenn ich da vorbeifahren würde, wäre ich ein bisschen später dran. Aber gut.
Eigentlich finde ich das ganz gut. Ich bin echt voll der Freund von so legeren Fahrplänen. Ich fahre ganz gerne mal ein bisschen gemütlicher. Ich weiß, es gibt die Leute, die auch ganz gerne irgendwie mit die Gegend heizen, wie der letzte Depp. Ich bin eher so der, also vor allem, wenn ich offscreen fahre, was in letzter Zeit praktisch gar nicht mehr vorkommt. Dann mache ich das meistens sehr gerne, sehr gemütlich. Das finde ich immer ganz gut. So, jetzt stehen wir einfach mal so, wie ich das mal gedacht habe. Ach, das ist immer eine Stadtbahnhaltestelle. Ach, aber guck mal, da passt er trotzdem. Wenn wir mal gucken. Hier. Und da hört das eine Objekt auf. Dann passt das. Eieiei. Aber gerade. Also ein Türflügel ist immer mindestens falsch. So. Ja gut, wenn das jetzt immer noch grün ist, dann. Ehrlich gesagt, sitzen wir dann nächstes Mal ein bisschen Verfrühung ab oder so. Warte mal, da können wir ja aber auch ganz einfach. Mit Trick 28b 17 mit Selbstüberlistung ist er schon benutzt worden. Vorher habe ich schon Trick, was ist 38 irgendwas genommen und jetzt ja. Prinz-Georg-Straße. Ja, wie viele Tricks, wie ist das? Es gibt wirklich Tricks. Interessant, dass man die halt auch durchnummeriert und nicht einfach. Was kann man noch mit Tricks machen, außer durchnummerieren? Man könnte sie. Umweltspur. Ja, das ist mir egal, ich bin der Bus. Ich darf da eh fahren, weil der Bus draufsteht. Und nicht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, Euro 6 oder... Nee, vermute mal eher E-Autos oder sowas. Ich glaube eher, dass das für E-Autos gedacht ist, als für... Ja, weil die sich an irgendwelche Abgasnormen halten, das ja... Nee, ist mehr, 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 mehr. Ich sag mal, es ist ein schwieriges Thema in den letzten Jahren gewesen. Was? Abgasnorm? Was ist das? So. Und das probiere ich halt hier mal. Ich halte jetzt mal so. Sorry, das müsst ihr mal ganz kurz mitmachen hier. Sorry, kommt mal mit vor. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wo ist es zu Ende? Da ist es gleich zu Ende. So, ist das hier zu Ende? So, jetzt. Da habe ich mich voll drauf festgebissen, ne, auf das Ding. So, jetzt stehe ich hier quasi, dass man gerade noch so da einsteigen kann. Und hinten wäre es auch gerade genauso. Okay. Was zu beweisen war, man braucht Skill. Was bewiesen wurde, Josh hat das nicht. Was ist dieses Skill? Was kann man damit machen? Kann man es essen? Findet man es auf diesem YouTube-Kanal? Nein, im Zweifel nicht. So, ach guck mal, ist schon wieder grün. So, da ist Fahrt und da ist auch Platz, der Umweltspur. Münsterstraße. Münsterstraße. Feuerwache. Ja, sehr gefangen ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts wahrscheinlich. Oh, ich glaube nicht, dass das anders möglich ist, es sei denn, wir fahren rückwärts. So, ist das hier schon links oder ist es nur mal auf die linke Spur? Ach, das ist so eine große Kreuzung. Tatsache, das sind gar nicht zwei verschiedene Kreuzungen, das ist dieselbe. Oder die gleiche, nein, das ist sogar dieselbe. Gut, wenn es dieselbe ist, ist es ja implizit die gleiche. Ach ja, Josh, gleiche, selbe Diskussion, das ist auch immer wahrscheinlich jedes Mal. Ah, jedes Mal die gleiche. Dieselbe kann es nicht sein und auch jedes Mal bestimmt von unfassbar viel Spiel, Spaß, Freude und Unterhaltung geprägt. Geprägt, keine Ahnung. Hier hippe Wörter einfügen, die, keine Ahnung, meiner Zielgruppe, was auch immer die sein mag. Hallo. Ach, wer sich über sowas Gedanken macht, der ist auch, naja. Nee, gut, ich will jetzt mal nicht kleinreden. Wer das macht, der betreibt das halt mit einem Business-Hintergedanken oder halt so ein bisschen Business-like. Und nicht nur, ich bin der komische Typ, der YouTube-Videos hochlädt, sondern, ich bin Businessman, ich bin Selbstständiger. Ich bin Online-Videoproduzent und wie kann man das denn noch so, keine Ahnung. Ja, hält das als Beruf oder so. Ist halt ein Hobby hier. Hallo, ich bin ein Hobby. Ihr macht das auch als Hobby. Guck mal, wir haben ganz viel gemeinsam. Wow, toll, ne? Macht man doch, glaube ich, so sich mit... Ach ja. Diese komischen, hässlichen Mimimi, du musst so... Baust du eine Zuschauerschaft auf. Sachen mit... Ja, du musst so mit den Zuschauern und Interaktion und bla. Ja, vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich einfach nur Videos machen und das ist okay. Vielleicht will ich gar keinen, weiß ich nicht, Community, was ist zurzeit Discord oder...
Ach, moderne Technologie, was ist das? Ich spiele um sie, das ist ein Spiel aus dem vorletzten Jahrzehnt. Ohne Witz ist es halt wirklich, kommt ja vor 2010er Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Doch, das müsste. Ach, man darf nie Sachen sagen, von denen man glaubt, dass sie falsch sein könnten. Weil das Problem, dass jetzt ein paar Leute hören. Ne? Genau, erste Veröffentlichung 2011. Damit wurde die Entwicklung auch bestimmt schon begonnen. Vor 2010. Ja, nicht zwangsläufig, doch Lotus dauert ja auch ewig. Ja, auf jeden Fall. Es ist bestimmt schon halt mehr als zwei. Oh, keine Ahnung. Knapp an der Grenze. Also es ist bestimmt über 10 Jahre, aber ich vermute mal, dass bestimmt die erste Zeile Code schon jetzt das dritte Jahrzehnt angebrochen hat. Muss man sich halt immer wieder sagen. Und dafür spielen wir hier halt immer noch mit viel, viel neuem Content und immer noch mit Begeisterung. Zumindest größtenteils. Ich meine, man kann sich ja nicht mehr davon freimachen, dass man nicht immer hundertprozentig Lust auf sein Lieblingshobby hat. Schönen guten Tag. Ich meine, ihr kennt das ja bestimmt auch. Lieblings... Das ist rot geworden. Das ist grün. Hä? Ach, das ist... Ich habe Angst, dass mich jetzt zwar was mitnimmt. Ich habe das Gefühl, dass da ein Pfeil auf der Ampel gefehlt hat, der nicht die beiden Ampeln quasi gleich betitelt, aber mit anderen Informationen versieht. Ja, genau. Okay. Da fehlt halt ein Pfeil. Entweder ist es grün oder die Rechtsabbiegeampel, was nicht sein darf, weil hier die Fußgänger grün haben, kann da keine Rechtsabbieger-Grünampel grün haben, weil sobald ein Pfeil in die Richtung zeigt, dürfen auch keine querenden Fußgängerwege grün haben. Allerdings nur mit diesem Licht, also nur mit dem normalen Licht, dürfen auch in die abbiegenden Straße, also die man abbiegt, da darf auch ein Fußgängerüberweg grün sein gleichzeitig. Also das hier ist erlaubt. Ihr seht rechts Fußgänger, in der Mitte das grüne für Ding. Ach, guck mal, die haben auch gelb. Ach, war das Düsseldorf? Das habe ich im realen Irrsinn. Oh, da war schon mal grün vorher. Ups. Ups. Das habe ich im realen Irrsinn mal gesehen. Extra 3, da die so eine Gelbphase eingebaut haben für Fußgängerampeln. Interessanterweise haben die das so hingestellt, als ob das negativ wäre oder sinnlos. Ich möchte aber als Fußgänger mal anmerken an dieser Stelle, der ich halt bin, dass ich das eine sinnvolle Sache finde, weil ich kenne das Problem tatsächlich, du läufst halt bei grün auf die Straße und dann wird es rot. In dem Moment bist du als Fußgänger berechtigt und angehalten und so sind die Ampelphasen ja auch gemacht, dass du weiterläufst und ne, bis zur nächsten Ampel oder halt bis zur anderen Straßenseite, wenn da die nächste Ampel steht. Also ne, diesen Abschnitt noch zu räumen. Diese Räumzeit raffen viele Autofahrer aber nicht und denken, man ist bei Rot losgelaufen. Ist man ja aber gar nicht. Und manche fühlen sich eh nochmal verunsichert, weil ich laufe ja dann bei Rot auf der Straße. Darf ich das überhaupt? Ja, du darfst, du hast das gemacht. Sobald du einen Fuß bei Grün auf die Straße setzt, läufst du ganz rüber. Es sei denn, du bist wirklich Oma Gertrude, die so komplett nicht mobil ist, dann sollte man sich da vielleicht Gedanken drüber machen. Aber gibt da noch andere Namen für Großmütter. Das heißt nicht alle Leute Gertrude. Doch, doch, Josh. Auch meine Frau heißt Gertrude. Ach stimmt, die Herr Josh-Stimme könnte voll alt sein. Mir gerade mal aufgefallen. Herr Josh, aber ich bin noch gar nicht alt. Mich gibt's auf deinem Kanal erst seit... Wie lange gibt es die Herr-Josch-Stimme auf meinem Kanal? Keine Ahnung. Warum rede ich mit meinen verschiedenen Stimmen? Das alles ist in Ordnung. Brauche ich gar keine Gedanken machen. Doch macht euch über den komischen Typ mal Gedanken. Dass ihr dem seine Videos immer noch guckt nach den Jahren, finde ich schon hart besorgniserregend. Warum verwendet der so Worte wie besorgniserregend? Keine Ahnung. Ach ja, okay. Das war jetzt die Return of the Herr-Josch-Stimme. Aber das könnte schon... Man könnte so eine alte Mannstimme sein. Ich hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht, welchen Charakter die Herr-Josch-Stimme eigentlich auszeichnet. Also außer, dass sie besserwisserisch, destruktiv, welche Adjektive beschreiben die noch? So weiter das. Aber sowas wie welcher Charakter oder welcher Mensch jetzt dahinter stecken könnte. Genau, und sie ist sowieso die Personifikation von YouTube-Kommentaren, also von schlechten YouTube-Kommentaren. So hat das ja angefangen.
mit, hey Josh, aber das Grün und du musst fahren. Oder hör, du hast bei 44, 35 einen Fahrgast übersehen. So auf der Art und Weise, ne? So wie, hey Gronkh, du hast bei, weiß ich nicht, Eisen übersehen. So auf die Art und Weise. So war die ja mal geboren. Hör schon was von Gronkh nach. Ja, genau so auf der Art. Ja, ich atme auch und lade diese komischen Spielevideos hoch. Das macht ja zum Glück auch sonst keiner auf der Welt. Ab und an esse ich sogar Brot und trinke Wasser. Das ist unfassbar, wie viel man auch gemeinsam hat. Ich sollte bei Gelegenheit damit aufhören, das alles zu machen. Damit mache ich ja voll Leute nach, so etwa mehr als 7 Milliarden Menschen. Aber okay, ich kann auch gerne bei Gelegenheit damit aufhören. Ja, richtig so, da soll man nichts mehr essen und nichts mehr trinken, der Junge. Weil dann, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was der dann macht, so. Science-Nahrung sich direkt injizieren lassen, diese ganzen Zukunftsfantasien und ach. Ich bin Freund von Kochen. Ich mag Kochen. Ich mag das. Ach, Schmutz. Wisst ihr, ich erinnere mich noch an diese. Ich habe früher mal gerne Donald Duck Comics gelesen, also lustiges Taschenbuch. Und da gab es da. Wahrscheinlich gibt es das heute immer noch. Aber da gab es halt so in den 60ern, 70ern, 80ern die Comics aus der Zeit. Nicht, dass ich da schon gelebt hätte, aber. Ich habe die viel lieber gelesen als die modernen. Also die alten LTBs waren cooler und da waren auch häufiger mal solche Geschichten drin, wo dann das Setting so eine Zukunftsvision war. Also irgendwie, weiß ich nicht, Entenhausen im Jahr 2000 oder sowas. Dann siehst du halt natürlich, wie sich Leute damals den Zeitgeist der 2000er vorgestellt haben mit schwebenden Hoverboards. Man isst nur noch irgendwie so Pillen, die einen satt machen, die alle Bedürfnisse erfüllen und ach, was es nicht alles gibt. Also diese ganzen Zukunftsteile ist echt ganz interessant. Auch wenn das natürlich so nicht wirklich ernst gemeint ist immer in den Comics, aber das spricht oder da springt auch schon immer ein bisschen mit, wie der Autor sich ja die Zukunft vorstellt. Das finde ich eine ganz interessante Betrachtungsweise. Auch wenn das halt eher so passiv läuft. Also die machen sich ja nicht so krass drüber Gedanken, sondern das ist ja recht intuitiv. Im Gegensatz dazu gab es, glaube ich, immer, war das ein ZDF-Doku? Ich glaube, das war was Öffentlich-Rechtliches oder Arte oder so. Ich glaube, das war auch so 70er oder sowas. Oder 80er. Wie man sich halt irgendwie die 2000er plus Jahre vorstellt. Das war ganz lustig. Das habe ich auch neulich nochmal in einem React gesehen. Ja, ich weiß, React ist auch so ein modernes, neumodisches Ding. Aber das kannte ich auch schon von davor. Das ist eine ganz interessante Doku, wo halt beschrieben wird, wie sich die Redaktion halt eben das Leben in halt im neuen Jahrtausend vorstellt. Was sich dann alles verändert hat. Also Hochgeschwindigkeitszüge und die Leute haben keine Fenster mehr, essen nur noch irgendwie, alles ist automatisiert und das Ding ist, dass man damit halt vielleicht ein bisschen daneben gelegen ist zeitlich. Also dass das nicht ganz gepasst hat. Von der Zeit her, weil in den 2000ern war es basically noch ungefähr so wie in den 70ern von zumindest die angesprochenen Punkte, die dort waren. Aber so langsam jetzt 2021 ist es halt schon auch, geht es ein bisschen in die Richtung, dass halt überall wirklich zu Hause in jedem Raum ich in Anführungsstrichen ein Computer steht. Also Smart Home und Co. Also das ist jetzt natürlich nicht bei allen Leuten der Fall, da muss ich halten. Das ist natürlich nicht bei allen Leuten so, dass das im Zimmer steht, aber angefangen bei Alexa über. Achso, warte mal, trinkt man das damit? Okay, Google. Hey Siri. Alexa. Okay, das habe ich Leute genug getrollt. Das finde ich mal lustig. Ich habe so einen Schmutz nicht. Ja, Josh studiert Info und hat. Mag sowas nicht. Nee, aber das Ding ist, dass sowas halt auch gar nicht mehr so weit von dem weg ist, was man damals halt sich mit den Mitteln nachgebaut hat, die man halt damals gedacht hatte, dass man zur Verfügung hat. Also Röhre, Monitore und Co. Aber halt so eine Technik in der Art und nicht mehr schriftlich und viel so mit Video und Hochgeschwindigkeit bei Zügen und was es noch alles gibt und hocheffiziente Energiehäuser. War halt vielleicht ein bisschen an den Jahreszahlen vorbei, aber so im Grund war da schon viel Wahres dabei. Ein paar Entwicklungen waren da komplett daneben und ich kann mir das auch so erklären, dass es halt so im einen oder anderen Bereich halt vielleicht Strömungen gab, aktuell zu dem Zeitpunkt, als man das produziert hat. Also, dass da gerade irgendwas so ein bisschen trendig geworden ist und dass man dann gedacht hat, boah, und das wird jetzt ins Extreme getrieben.
ja, gut, passiert dann nicht immer. Aber, und es passieren Sachen, die man nie auf dem Schirm gehabt hat. Ich glaube, sowas wie, ja, wobei Computer und sowas war schon noch irgendwie, aber dass das jetzt, ich sag mal, so extreme Formen annimmt, dass man, ich sag mal, Taschencomputer im Sinne von Smartphones wirklich so klein und performant herstellt, ich glaube, das wurde halt ins Extrem getrieben. Und das wusste man halt nicht, wenn man jetzt irgendwelche Vorhersagen trifft. Ach, guck mal, die hat meine Tageskarte nicht passend gezahlt. Zack. Und in dem Moment, in dem du halt auf das falsche Pferd setzt und das nicht weit genug spinnst, weißt du halt auch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Also Handys finde ich halt schon eine krasse Entwicklung mit hingelegt. Das ist so ein essentielle... Oh, danke auch. Es ist ja so ein essentielles, alltägliches Gerät geworden, dass man das auch eigentlich, also das, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr groß ohne vorstellen, glaube ich, zumindest die meisten. Ich bin da auch wieder nicht so Freund von, ich finde, man sollte das alles ein bisschen reduzieren. Gut, sagt der, der jetzt A, von zu Hause studiert, B, seine Arbeit vom Homeoffice macht, C, sein Hobby YouTube-Videos sind und deswegen auch noch auf dem PC sitzt, aber ich finde das exakt nicht cool. Ich mache auch mal ganz gerne mal Sachen abseits vom Bildschirm und versuche ein bisschen drauf zu achten, auch wenn das halt natürlich nicht läuft, aber ich habe für mich rausgefunden, dass das halt, wenn das zu viel wird, aber an manchen Tagen kannst du es halt einfach nicht vermeiden. Tja, ne, Josh hat was gegen Technik und studiert Informatik. Er ist ein fantastisches Konglomerat. Findet Smartphones irgendwie nervig, genauso wie Instant-Messaging und Zeug und ach, soziale Netzwerke. Guter Informatiker, ne? So. Machen wir da mal hin. Wie weit haben wir es denn überhaupt noch? Ich glaube, wir werden mir allzu lange sein. Wir nehmen jetzt so fast eine Stunde auf hier. Wie ich mal angemerkt haben. So, Flughafen 12.48 Uhr. Jetzt ist es 12.51 Uhr. Ah, okay. Das sind jetzt noch 10 Minuten. Kommt trotzdem mal eine Stunde. Dann möchte ich angemerkt haben. Krasser Shit. So, genau hier schneiden wir noch die SB51. Das ist auch irgendwie so ein Teil, der irgendwie da so ein bisschen zumindest ein Teil der Map kreuzt. So ist das wohl. Ach ja. So. Ansonsten haben wir dann jetzt echt eine kleine Rundfahrt durch Düsseldorf gemacht. Ja. Ist dann wohl so. Und haben tatsächlich recht viele Bereiche von der Stadt gesehen und abgedeckt. So. Ach, da ist niemand. Da ist niemand. Fahr! Ist grün! Ist grün! Fahr! Danke. Guck mal, Geschwindigkeit ist es grün. Du brauchst nicht so krasse Kurven fahren. Du kannst auch gerne die Straßenmarkierung schneiden. Oh. Ist der Karl gut gelaunt? Strahle wie ein Sonnenschein, du. Ach, guck mal. Sogar bald die Flughafenverwaltung. Heißt aber, man lebt hier jetzt erstmal auch im Großbereich, im Einzugbereich des Flughafens. Was halt auch so, ja, seine Nachteile haben kann. Ich finde das dann immer krass, also es hat, ist generell so bei Leben an Verkehrsknotenpunkten oder sowas. Wow. Der Retarder geht nicht. Schmutz. Der Retarder ging nicht, deswegen hat der nicht richtig gebremst. Ja. Leben an Verkehrsknotenpunkten hat immer den Vorteil, man wohnt halt, ne, da und wenn das Verkehrsmittel da hält, kommt man schnell gut wohin. Wenn das Ding allerdings da nicht hält, hat man halt ein Problem. Also Beispiel, du wohnst an einer vielbefahrenen Zugstrecke. Das ist ja positiv, weil da kommt ja oft ein Zug. Problem, wenn da bei dir keiner hält, dann hast du halt die Nachteile von, du wohnst an einer Bahnstrecke. Nämlich ist es laut, verbunden mit nicht den Vorteilen einer Bahnstrecke, nämlich du kommst von A nach B. Deswegen, boah, es ist immer ganz cool, wenn man dann auch zumindest beides, bei beide Seiten hat und nicht nur den Nachteil. Da bremst jetzt ziemlich krass viel immer über den Retarder. Jetzt will es wieder keiner raus, oder was? Da, wo ich jetzt gebremst hätte. Meine Güte. Zeisigweg. Zeisigweg, Reisigweg, sag ich da immer. So, Flughafen. So, da ist frei. Da, heu, heu.
übersteil hier. Ich hoffe, das schaffen wir mit dem Anfahren hier. Ach, wobei, wir müssen gar nicht anfahren. Haha. Easy Snack. So. Ja gut, wobei man wohnt schon ein bisschen vom Flughafen weg. Das ist schon okay. So, vielleicht schaffen wir es unter einer Stunde. Wobei ich mir den Flughafen vielleicht noch ein bisschen angucken möchte. Naja. Schauen wir mal. Blinkboy, nächster Halt Flughafenverwaltung. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nicht? Okay. Muss ich die Ansage halt selber machen. Weil die Leute kennen sich wahrscheinlich eh aus hier. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas mit dem Flughafen oder sowas. Leute, und dieser Stelle absolut nicht. Hier mir da noch eine Sonderansagen für, bitte. Das Rauchen ist nicht erlaubt. Weiterfahrverzögerung. Speiseverbot. Speiseverbot. Sehr geehrte Fahrgäste, das Verzehren von Speisen und Getränken im Bus ist nicht erlaubt. Vielen Dank. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, da ist Platz 8 und Flugverkehr. Haha, wir nähern uns dem Sprachkollaps, ist mal das eine. Oh, Sprachkollaps könnte auch irgendwie so ein Gericht mit, weiß ich nicht, Frikadellen sein. So, Sprachklopse oder so. So. Gut. Naja, die ist ja ein bisschen eng. Easy. So. So, die Flughafenverwaltung. Stehen wir sogar schon dran. So, haben wir noch irgendwas, was wir hier abspielen können? Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Staus verzögert sich unsere Weiterfahrt. Wir bitten um Verständnis. Ja. Sehe ich genauso. Okay, dann Pling Boing, unser nächster Halt. Flughafen Düsseldorf. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Flugverkehr, national wie international. Wobei es Düsseldorf wird. Ja, nicht so krass jetzt, aber. Flughafenverwaltung. Na. Nee, eins weiter bitte. Nicht mehr Verwaltung. Flughafen Ende. Ach, jetzt hat er schon umgeschildert. Depp. Weil ja die Leute gleich wieder einsteigen. Igitt. So, da ist frei. Da ist, weiß ich nicht. Wir fahren einfach mal. Sie ist aber verkehrstechnisch ähnlich, so Flughafen. Also, hätte ich gesagt, das ist nicht so krass. Ich meine, die Leute parken wahrscheinlich auch dann da rechts und so, ne? Und das ist nicht so irgendwie, wie ich mir Flughafenanbindung vorstelle. So mit krasser Autobahnabfahrt und breiten Straßen und so, wo halt, das ist jetzt nicht auf viel Verkehr ausgelegt. Ja. Und vor allem nicht auf so solch unfähige Busfahrer wie mich. So, dann machen wir da mal durch den Kreisverkehr. Das schaffen wir, bevor der Kollege da ist. So, ist das hier? Ich sehe den Pfeil nicht. Da ist ein Spiegel. Jupp. Ah, wahrscheinlich war das eher die Abfahrt hier, ne? Andere was wäre hier die Flughafenverwaltung. Ja, okay, dann ist hier so der krasse verkehrsangebundene Teil. Okay. Gut. Ah, ja, okay, das sieht schon, ich sag mal, ist das schon eher, wie ich jetzt den Flughafen vorstelle. So. Dann alle mal euer Gepäck zücken. Jetzt gucken wir, ob wir einen von diesen coolen Bahnen da sehen. Ich bezeichne sie einfach mal als cool, obwohl ich sie noch nie gesehen habe, aber die sind bestimmt cool. Das ist aber schon ein großes Areal. So. Erblicke ich da wohl etwas? Da fährt keine rum, dann fährt die da ins Gebäude. Nee, die keine Bahn für uns heute. Ah, da sind die Parkplätze und so alles, ne? Hätte ich da mal. Okay. Gut, ich könnte ja mal. Ich vermute mal, das sind Scheduled Vehicles. Das heißt, ich stelle mir den Fahrplan ein bisschen vor. Lädt er das dann nicht? Naja, okay. Vielleicht fährt das auch gerade einfach keine. Ist eh nicht, welchen Takt die fahren. Von daher. Boah.
So, da eine Kurve. Ah, jetzt höre ich doch aber was. Ah, das ist ein Flugzeug wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich ein Flugzeug. Ach, hier sind 10. Ja, gut, meine Güte. So, die da, mach mal auf hier. Ich muss da rein. Ich hab Fahrgäste. Die da. Oder wie heißt denn Schrankenwärter? Laumann? Ach nee, das war Schrankenwärter Laumann. Der ist auch eine Schranke, ne? Ey, mach mal auf, du. Ja, was soll ich denn noch vorfahren? Ich meine, sag doch mal. Hm. Ja, als ob der jetzt da durch darf. Das finde ich jetzt aber schon hart unfair. Ja, dann. Ne? Nehme ich dieses Angebot wohl an. Gut, Schranken sind ja zum Glück in Omsi, ne? Kein Thema. Das ist ja das Tolle, Schranken sind. Weil es, also eine bewegende Bounding-Box, das kann Omsi halt nicht. Ja. Außer bei Fahrzeugen. Aber eine Schranke ist kein Fahrzeug. So. Dann schauen wir mal, wo wir denn da hin müssen. Aber ganz schön was los, du. Ja, reinbauen, da parken Autos auf dem Busding. Das geht so aber nicht. Achso, der dürfen da halten, okay. Nur nicht parken. Gut, hier laufen keine Leute rüber. Ist aber ganz schön viel los. Das war ein Flugzeug. Okay, ach ja, jetzt wollen die auch schon mit alle mit hier. Meine Güte. Nee, ihr dürft nicht mit. Was? The Hebrücke. Okay, gut. Dann hätte ich gesagt... So. Oh, jetzt haben wir nochmal Verspätung gesammelt. Jetzt haben wir doch über eine Stunde jetzt... Nein, machen wir nicht jetzt. Okay, jetzt gucken wir mal hier da mal rum. Krasses Gebäude. Okay, da sind noch mehr Haltestellen. Achso, die sind halt, ne? So, und dann würde es hier wieder rausgehen. Okay. Gut, dann ist das der Flughafen. Den wir schon letztes Mal gesehen haben. Irgendwie läuft uns jetzt keiner von diesen Dingern hier über den Weg, ne? So, jetzt vielleicht. Nee, gut, okay. Wer nicht will, hat schon gehabt. Wer sich nicht zeigen möchte, der wird auch nicht gezeigt. Dann hätte ich an dieser Stelle einmal gesagt. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank schon mal an der Stelle, dass ich jetzt auch schon mal vorstellen durfte. Ne? Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.